Meine Hand? Bin ich ohnmächtig geworden? Aber was ist passiert? Ach so, stimmt ja. Du bist wirklich ein Idiot. Weißt du das? Das alles hat nichts mit dir zu tun. Wieso hast du dich so übel zurichten lassen? Dein Herz hat bestimmt für einen Moment aufgehört zu schlagen. Wie kannst du in so einer Situation überhaupt noch lachen? Mir ist ein Weg eingefallen. Hä? Der Weg, um diese Experimente zu stoppen. Ich kenne ihn jetzt. Überleg mal, es ist eigentlich ganz einfach. Tree Diagram hat das Experiment nämlich unter der Grundlage errechnet, dass Accelerator der stärkste Esper aus Academy City ist. Nun, aber was ist, wenn der sogenannte stärkste und unbezwingbare Accelerator in einer einfachen Prügelei besiegt wird? Niemand würde die Experimente fortsetzen, wenn die Grundannahme nicht mehr stimmt. Das heißt also, wir müssen den Wissenschaftlern eine Sache glauben lassen. Nämlich, dass dieser stärkste Accelerator eigentlich super schwach ist. Vergiss es, das geht nicht. Ich habe Accelerator bisher nur ein einziges Mal getroffen und auch vergeblich gegen ihn gekämpft. Und ich kann dir sagen, dass ein Kampf gegen ihn nicht mal als Match bezeichnet werden kann. Für ihn ist ein Kampf nur eine Einbahnstraße, in der er selbst entscheidet, wie er seinen Gegner am liebsten abschlachtet. Außerdem, vergiss nicht, dass wir beide Level 5 Esper sind. Selbst wenn ich ihn wie durch ein Wunder besiegen sollte, würden die Wissenschaftler einfach daraus folgern, dass es an der Fehlertoleranz lag. Accelerator wäre dann immer noch nicht schwach. Die Experimente würden weitergehen. In dem Fall muss ich derjenige sein, der kämpft. Hä? Wenn der stärkste Level 5 aus Academy City gegen den schwächsten Level 0 in einen Kampf verlieren würde. Was soll das denn jetzt? Das darfst du nicht! Weißt du denn nicht, was für eine Kraft Accelerator hat? Er ist ein Monster, der nur darüber lacht, wenn das ganze Militär ihn jagen würde. Du hast nicht die geringste Chance gegen ihn. Verstehst du das denn nicht? Er kann kinetische Energie, Wärmefluss, Elektrizität und sonst jede Art, wirklich jede Art von Vektor, die er berührt, komplett manipulieren. All deine Angriffe werden ihn nicht erreichen. Er wird sie einfach zurückschleudern. Verstehst du denn nicht, wie verrückt es ist, einem Regelbrecher wie Accelerator entgegenzutreten? Guck dich doch mal an! Du kannst ja nicht mal mehr ordentlich stehen! Du kannst dieses Monster unmöglich besiegen! Warum? Du hattest ursprünglich vor, zu Accelerator zu gehen, richtig? Sag es mir. Wo steckt dieser Typ?